Hallo Kinder, da sind wir wieder. Willkommen zur fünften Online-Kinderstunde. Falls ihr euch fragt, wo wir letztes Mal waren. Der David hat kurz vor der Lektion kalte Füße bekommen. Und da wir nun mal eigentlich Socken sind. Aber jetzt ist zum Glück wieder wärmer und wir dürfen wieder vor der Kamera dabei sein. Ist auch viel angenehmer so, oder Joop? Da hast du wohl recht, Pete. Du, Joop? Ja, Piet? Sollen wir noch weiter labern? Oder legen wir lieber los? Ich glaube, wir legen lieber los. Am besten mit einem Lied. Oh ja, super, ein Lied. Los geht's. Hallo Kinder, das ist die Nathalie. Und das ist Viola. Und wir wollen mit euch diese Kinderstunde wieder ein paar Lieder zusammen singen und wollen direkt mit dem ersten starten. Mein Gott ist größer als die Berge, er ist stärker als die Menschen, er weiß mehr, als ich mir denken kann. Mein Gott ist schneller als Rakete, er sieht mehr als tausend Lichter, er ist weiter als der Ozean. Mein Gott ist ferner als die Sonne, mehr als die Freunde und er kennt auch ganz besonders dich. Mein Gott, er weiß, was gestern war. Ja, Piet? Was kommt jetzt nochmal? Ich bin so unglaublich vergesslich. Das ist ja auch kein Wunder. Wir Socken haben doch gar kein Gedächtnis. Wir können uns eigentlich gar nichts merken. Echt? Du bist so schlau, Joop. Woher weißt du das eigentlich? Dafür gibt es tatsächlich handfeste Beweise. Aber weißt du, wer ein richtig gutes Gedächtnis hat? Bestimmt wir Socken, oder? Ach, Piet, du bist so verpeilt. Nein, ich meine die Kinder. Ach so, klar, logisch. Deshalb stellen unsere Freunde denen ein paar Fragen zur letzten Geschichte. Meinst du, die haben dem Erzähler letztes Mal zugehört? Bestimmt. Weißt du da noch alles? Ich weiß nicht. Dabei lag ich David bei der Lektion doch sogar zu Füßen. Dann lass uns jetzt mit dem Quiz starten. Danach geht es direkt weiter mit einer neuen Geschichte. Oh ja, super. Los geht's. Hallo, liebe Kinder, willkommen zum Wiederholungsspiel mit Mr. Quark und mir, Fred Fuchs. Hallo, Kinder. Wir haben ja in den letzten Wochen gehört, dass Jesus auferstanden ist. Danach hat er viel Zeit mit seinen Jüngern verbracht. Er hatte viel Kontakt mit ihnen und das war auch ein Beweis dafür, dass er wirklich auferstanden ist. Und dass sich nicht das jemand einfach ausgedacht hat. Aber wir kommen nun zur ersten Frage. Wo und nach wie vielen Tagen nach der Auferstehung vereinbarte Jesus ein Treffen mit seinen Jüngern? War es A. nach 30 Tagen am See oder B. nach 40 Tagen im Schloss oder C. nach 40 Tagen am Ölberg? Oder war es D. nach 30 Tagen am Ölberg? Das ist aber eine schwierige Frage. Da gebe ich Mr. Quark recht. Kinder, ich gebe euch einen Moment, um zu überlegen. Die Lösung kommt in 3, 2, 1. C. Die Antwort lautet C. Jesus und seine Jünger trafen sich nach 40 Tagen am Ölberg. Aber was passierte danach? Wohin ging Jesus? War es
A. Nach Hause. B. Er rannte weg. Oder war es C. Zum See. Oder war es D. In den Himmel? Bei der Frage ist aber etwas komisch. Ja, stimmt, Mr. Quark. Hier ist irgendetwas merkwürdig. Kinder, ihr bekommt einen Moment, um zu überlegen. Die Lösung kommt in 3, 2, 1. Die Antworten lauten A und D. Denn Jesus zu Hause ist im Himmel bei seinem Vater. Die dritte Frage lautet: Welche Aufgabe gab Jesus seinen Jüngern? War es A, er gab ihnen keine Aufgabe? War es B, sie sollen in die ganze Welt hinausgehen und das Evangelium verkünden? Oder war es C, sie sollen schlafen gehen? Oder D, sie sollen was essen? Es hat doch was mit dem Lernvers von letzter Woche zu tun. Genau, Kinder. Denk mal an den Vers, den wir gemeinsam letzte Woche gelernt haben. Die Lösung kommt in 3, 2, 1. Es ist B. Wir sollen in die ganze Welt gehen und das Evangelium verkünden. Das nennt man auch den Missionsbefehl. Quark. Gilt der Missionsbefehl nur für die Jünger? Ich glaube, das wäre eine gute Frage für die Kinder. Genau, Kinder, die Frage geht an euch. Gilt der Missionsbefehl nur für die Jünger? A. Nein, an alle, die an Gott glauben? B. Ja, nur für die Jünger? C. Keine Ahnung? Und D. Nur für Jesus. Ich nehme C, weil ich habe keine Ahnung. Quark. Kinder, wisst ihr es besser? Die Lösung kommt in 3, 2, 1. Es ist A. Der Missionsbefehl gilt an alle, die an Gott glauben. Sie sollen von Jesus erzählen. Wir haben manchmal Angst oder überhaupt keinen Mut, unseren Freunden von Jesus zu erzählen. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Denn die Antwort der nächsten Frage sagt uns auch, warum. Was hat Jesus seinen Jüngern versprochen? War es A, gar nichts? War es B, sie kommen sofort mit ihnen in den Himmel? War es C, er wird immer bei ihnen sein? Es ist D, er verschwindet für immer. Kinder, könnt ihr mir helfen, damit ich keine Angst mehr haben brauche? Oh, Kinder, schnell, überlegt schnell. Okay, ich muss die Antwort schnell sagen, sonst hat Quark wirklich sehr, sehr Angst. Die Antwort kommt in 3, 2, 1. Es ist C. Jesus hat seinen Jüngern versprochen, er wird immer bei ihnen sein. Und in der Bibel können wir lesen, dass Jesus bei den Menschen ist, die das tun, was er möchte. Dann brauche ich ja wirklich keine Angst mehr haben. Genau. Wir haben ja den Auftrag bekommen, das Evangelium zu verkünden. Und wenn wir das tun, dann ist Jesus auch bei uns. Das ist super. Ja, sehr. Das war's auch schon mit unseren Fragen. Ich hoffe, ihr konntet alles erraten. Und wir beide verabschieden uns jetzt auch. Tschüss. Oh, die königlichen Gärten müssen mal wieder gepflegt werden. Oh, ein neues Gesicht. Hallo. Willkommen hier in Susa, in der Winterresidenz des Königs aus Hasferos, des Herrschers von der Meder und Perser. Ja, mein Name ist Mordecai. Ich war gerade auf dem Weg zum Palast zu meiner Cousine, Königin Esther. Was? Du kennst Esther nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Lass mir dir von ihr erzählen und ihre unglaubliche Geschichte und
wie Gott alles geführt hat. Ich fange vorne an. Es war ungefähr im dritten Regierungsjahr des Königs Ahasveros und er hatte ein riesiges Fest geplant. Er hat alle seine Fürsten und Beamten eingeladen aus dem ganzen Reich, seine hohen Regierungsangestellten, um seinen ganzen Reichtum und seine Macht zu demonstrieren. Ja, zu demonstrieren. Und der König hatte es, das kann er euch sagen. Die ganze Feier ging 6 Monate lang. 187 Tage. Eine Party. Das muss man sich mal vorstellen. Und ja, ich kann euch sagen, das war nicht irgendeine Party. Da flossen Milch und Honig und Wein vor allem. Wein in Strömen. Und nach dieser Zeit, nachdem die 6 Monate Feier vorbei war, war es noch nicht vorbei, die Feierlichkeiten. Denn danach ging es nochmal so richtig los. Denn der König lud nochmal die ganze Stadt Susa zu einem riesigen Festmahl ein. Es gab Wein in Strömen, so viel wie jeder da trinken wollte. Wir lagen auf goldenen und silbernen Liegen, haben getrunken und gegessen und gelacht und gefeiert. Da ich auch in der Burg Susa wohne, oder gewohnt habe noch, momentan auch, aber war ich auch dabei und kann euch alles aus erster Hand erzählen. Und hier beginnt genau die interessante Story. Als der König in diesen letzten Tagen der Feier schon einiges getrunken hatte und schon gut erheitert und angetrunken war, hatte er sich gedacht, was kann ich noch tun, um noch mehr von meiner Macht zu demonstrieren oder von dem, was ich habe, zu zeigen? Also hatte ich gesagt, ey, ich habe meine Königin, meine Frau, die ist so schön, ich will die den anderen zeigen. Also hat er seinen Diener geschickt ins Frauenhaus zu seiner Frau Vasti und hat gesagt, zieh deine Krone an und komm zu uns und zeig allen, wie schön du bist. Ja, aber da hat er nicht mit der Vasti gerechnet, denn die hat einfach Nein gesagt. Zu der Zeit hat sie nämlich selber auch gefeiert mit den Fürstinnen des Landes und hatte überhaupt gar keine Lust, vor irgendwelche betrunkenen Männer sich zur Schau zu stellen und hat einfach Nein gesagt. Ja, der König, der natürlich schon gut betrunken war, ist ausgerastet. Er hat nur noch rot gesehen und aus kurzer Hand hat er sie quasi entthront. Er hat gemacht, dass sie nicht mehr die Königin ist. Ja. Nachdem diese Feierlichkeiten dann abgeschlossen waren in den nächsten Tagen und der König langsam wieder nüchtern wurde, da fing er natürlich dann an, seine Königin zu vermissen langsam. Tja, die Berater, die das gesehen haben alle, die haben gesehen, wie der König jetzt drauf ist und sagten sie, das kann ja so nicht weitergehen. Ne? Der König hatte nämlich einen Erlass erlassen, sodass Vasti nicht wieder Königin werden konnte. Denn das Gesetz der Meder und Perser ist unumstößlich und gilt für immer und darf niemals zurückgenommen werden. Das ist das Gesetz. Und er hatte ein Gesetz erlassen auf Ratschlägen von seinen Beratern, dass Vasti verbannt werden soll aus dem Palast, dass sie nicht mehr dem König unter die Augen treten sollte oder durfte, damit die Macht im ganzen Land bekannt wird und auch alle Frauen zu Hause sehen, ey, wir müssen unseren Männern gehorchen, sonst passiert so etwas. Und weil der König halt sowas erlassen hatte, konnte er jetzt nicht mehr seine Königin zurückholen. Und die Berater, die haben gesagt, ey, wir brauchen eine neue Königin. Wir müssen dem König eine neue Königin besorgen und haben dem König einen Vorschlag gemacht. Der Vorschlag war, wir versammeln alle jungen Frauen aus dem ganzen Land hier im Palast. Und der König soll sich angucken und welche ihnen am besten gefällt, die soll die neue Königin werden. Gesagt, getan, haben die das dem König vorgeschlagen und der König fand das ziemlich gut, diesen Vorschlag. Also haben die das umgesetzt und ins ganze Land diese Kunde geschickt, dass der König eine neue Königin sucht und dass alle jungen Mädchen oder jungen Frauen in den Palast kommen sollten und nach einer gewissen Zeit der König dann seine Königin auswählen würde. Ja, und da kommt es dann dazu auch Esther. Esther war zu der Zeit meine Ziehtochter. Ich bin ihr Cousin und etwas älter als sie. Und weil sie die Tochter von einem Onkel ist, der leider dieser und seine Frau verstorben sind und sie deshalb keine Eltern mehr hatte, habe ich sie bei mir zu Hause aufgenommen als meine Ziehtochter. Ich habe sie wie ein Vater behandelt. Und irgendwann kam dann auch dieses Schreiben zu uns. Und Esther wurde eingezogen in den Palast als potenzielle Königin.
Ich habe ihr allerdings von Anfang an gesagt, Esther, egal was passiert, sag auf keinen Fall, dass du Jüdin bist. Dazu muss man nämlich sagen, wir sind Juden, Esther und ich. Und als wir aus der Gefangenschaft damals kamen, vor etwa 100 Jahren, unsere Väter, müssen wir uns jetzt so ein kleines bisschen bedeckt halten, würde ich mal sagen. Beziehungsweise in so einer Angelegenheit ist es immer weiser, nicht direkt alles von sich preiszugeben. Also habe ich Esther gesagt, sag auf keinen Fall, dass du Jüdin bist. Und als es dann daran war, dass alle Mädchen eingezogen wurden, war das eine etwa Einjahresprozedur, würde ich mal sagen. Die ganzen Frauen, die wurden in die Frauenhäuser des Königs gebracht und dann wurde ihnen erstmal Kosmetika zur Verfügung gestellt und Hautpflege, damit die sich erstmal pflegen können, ein ganzes Jahr lang. 6 Monate lang mit der einen Creme, 6 Monate lang mit der anderen, damit die perfekt schön sind für den König. Und nach diesem Jahr wurden die Mädchen dann zum König gebracht. Und dann durfte er aussuchen und seine Königin daraus bestimmen. Aber auch in dieser Zeit ist es Wunderbares passiert. Eine wunderbare Fügung, wie Gott das einfach gemacht hat, war einfach toll. Und zwar der Kämmerer von dem König, der Haggai, der hat nämlich direkt gesehen, als die Esther reinkam, ey, das ist ein tolles Mädchen, die gefällt mir und die hat auch einen tollen Charakter. Und quasi dann wurde so eine Freundschaft zwischen den beiden aufgebaut. Und dieser Haggai, der hat nämlich dann alles gemacht, was am besten war für die Esther. Er hat ihr das beste Essen zukommen lassen. Er hat dafür gesorgt, dass alle Pflegeprodukte direkt bei ihr waren. Sie hat sogar das allerbeste Zimmer bekommen im ganzen Palast. Und 7 Dienerinnen, die nur für sie da waren. Also ich kann euch sagen, das ist schon mal ein Luxus da drin. Also wenn man seine Kontakte hat, ne? Also das war echt eine Wahnsinnsführung, kann ich euch sagen. Und als der Tag dann gekommen war nach diesem einen Jahr und der König seine Königin auswählen sollte, durfte jede der Mädchen, die ihr vor den König bringen, einen Gegenstand mitbringen oder eine Sache, die sie wollten. Freie Wahl. Durften sie mitnehmen, was sie wollten. Esther aber hat nur das mitgenommen, was Haggai ihr empfohlen hat und gesagt, mach das auf jeden Fall. Und weil sie das getan hat und weil sie generell so gut aussieht und weil sie so eine tolle Person ist und vor den König ging, hat er die viel lieber gehabt, direkt als alle anderen Mädchen, und hat sie zu seiner Königin gemacht. Er hat ihr die Krone aufgesetzt und Esther war die neue Königin. Ist das nicht Wahnsinn? Das macht mich natürlich auch besonders stolz als Cousin und Ziehvater. Ja, und dann beginnt es natürlich. Esther als neue Königin. Dann ist aber was Tolles passiert in der Zwischenzeit. Beziehungsweise, ja, eines Tages saß ich mal wieder an meinem Arbeitsplatz im Tor und habe 2 Wachen belauscht, die ein Komplott geschmiedet haben, einen Versuch, den König zu ermorden. Die haben Pläne geschmiedet und wollten den König angehen. Aber ich habe das zum Glück gehört und bin direkt zu Esther gelaufen und habe ihr gesagt, Esther, das und dieses ist passiert und das haben die gesagt, sag das unbedingt dem König, dass da was passiert ist. Der König hat natürlich direkt Nachforschungen anstellen lassen und als sich herausgestellt hat, dass ich recht hatte mit dem, was ich gehört habe und dass die Männer einen Attentat auf den König forderten und ihn töten wollten, ja, dann wurden diese beiden Männer direkt hingerichtet. Ja. Auf diese Weise habe ich dem König das Leben gerettet. Ja. Dann ist aber etwas nicht so Schönes passiert, muss man leider sagen. Da war nämlich der Haman. Der Haman war auch ein Fürst von dem König. Und der Haman, der hat sich besonders beliebt gemacht bei dem König. Er hat sich sogar so beliebt gemacht, dass der König ihn zu seinem höchsten Fürst gemacht hat, zu seiner rechten Hand quasi. Der Haman, der hatte mehr Privilegien als alle anderen. Der konnte mehr machen als alle anderen und hatte viel mehr Macht. Ja. Und der Haman, der hat es genossen, diese Macht zu haben. Und er ist immer durch die Straßen geritten und wollte, dass sich alle Menschen vor ihm verneigen und niederknien vor ihm. Ja, und das hat er mehrere Tage hintereinander gemacht. Und alle haben sich niedergekniet. Nur einer nicht. Ja. Ich muss gestehen, das war ich. Ich habe mich nicht niedergekniet. Aber irgendwann kamen auch meine Freunde und seine Angestellten auch und haben gesagt, ey, Mordecai, knie dich jetzt mal nieder, wenn er vorbeikommt. Das gibt nur Stress. Aber dann musste ich ihm sagen, ey, das kann ich nicht tun.
Ich bin Jude. Ich kann mich nicht verknien vor diesem Mann. Weil ich Jude bin, geht das nicht. Tja. Und das wurde dann an den Haman herangetragen. Ja. Und dem wurde dann gesagt, ey, du, da ist dieser eine Mann, der Mordekai. Der weigert sich, sich vor dir niederzuknien. Und das hat den Haman so wütend gemacht, dass da eine Person ist, die sich weigert, ihm zu gehorchen, dass er beschlossen hat, sich an mir zu rächen. Weil ihm aber auch gesagt wurde, dass ich Jude bin und weil ich Jude bin, dass ich mich deshalb nicht vor ihm niederknie, hat er beschlossen, sich auch an allen Juden zu rächen, an dem ganzen Volk Israel. Und dann hat der Haman einen wirklich schlimmen Plan geschmiedet. Der Haman ist nämlich zum König gegangen und hat versucht, den König zu bestechen. Der Haman, der war nämlich reich, der war sehr, sehr reich. Und dann ist er zum König gegangen und hat gesagt, hey König, ich gebe dir 10.000 Silbertalente dafür, dass ich mit dem Juden machen darf, was ich möchte. Der König, der natürlich mal wieder ein bisschen was getrunken hatte und wieder sehr gut drauf war, sagte, ja, Mann, brauchst du nicht. Das Geld sei dir geschenkt. Und hier hast du meinen Siegelring. Der Siegelring, der ist nämlich das Zeichen der Macht. Wenn damit etwas abgestempelt wird, dann gilt das auf jeden Fall. Und der König hat dem Haman diesen Siegelring gegeben und gesagt, dein Geld sei dir geschenkt und auch dieses Volk. Nimm diesen Ring, mach mit diesem Volk, was du möchtest. Ja. Ja, der Haman. Ja, und dann hat der Haman vorgehabt, uns alle Juden zu töten. Im ganzen medischen und persischen Reich. Dann hat der Haman Würfel genommen und gewürfelt, wann das passieren sollte. Das war ungefähr so im ersten Monat des Jahres. Und dann hat er gewürfelt und rauskam der 12. Monat des Jahres. Ja, und dann hat er im Schluss gefasst, im 12. Monat des Jahres sollen alle Juden im ganzen Reich getötet werden. Na super. Wir hatten also tatsächlich ein ganzes Jahr Zeit, um uns darauf vorbereitet, alle getötet zu werden. Als ich das jetzt gehört habe, habe ich meine Kleider zerrissen, mir Trauergewänder angezogen und bin weinend durch die Stadt gelaufen, zu den Straßen Richtung Palast hin. Ja. Ja. Aber eins kann ich euch sagen, treu sein, das lohnt sich. Ich war treu in dieser Situation. Ich war meinem Gott treu, weil ich Jude bin, habe ich mich nicht vor jemand anderem verneigt und bin hingekniet, sondern ich knie nur vor Gott. Und auch Gott hat alles toll geführt. Gott führt auf wunderbare Weise. Er hat Esther in so eine Position geführt, um für das, was kam, alles abzusichern. Und ich lebe ja noch, also ist da was Tolles passiert. Das muss ich euch unbedingt erzählen. Oh. Huch, ich habe mich total in der Zeit vertan. Oh, ich habe mich jetzt voll verplappert. Die Königin hat ja trotzdem noch nach mir geschickt. Ich muss unbedingt los. Es hat mir Spaß gemacht und Freude gemacht, euch die Geschichte zu erzählen. Und ich würde es gerne weiterhin tun. Aber jetzt muss ich leider erstmal los. Wir sehen uns bestimmt wann anders. Vielleicht erzähle ich euch noch die weitere Geschichte irgendwann. Aber jetzt muss ich aber los. Shalom euch. Hallihallo, ich bin Judith und wir werden heute zusammen den Vers lernen. Dabei werden uns diese Bilder hier helfen. Ihr habt ja gerade schon die sehr spannende Geschichte von Esther aus der Bibel gehört. Und wie in jeder spannenden Geschichte gibt es nicht nur nette Menschen, sondern halt auch böse Menschen. Ich kann mir vorstellen, dass Esther sich manchmal sehr einsam und gefühlt hat und vielleicht manchmal sogar auch Angst hatte, weil sie wusste, dass sie, ja, dass halt auch nicht nette Menschen im Palast leben. Wenn ihr mal in einer solchen Situation seid, dass ihr denkt, um euch drumherum sind Menschen, die euch was Böses wollen, dann könnt ihr an diesen Vers denken, den wir jetzt zusammen lernen wollen. Der geht so. Der Herr aber ist treu. Mit der Herr ist Gott gemeint und treu bedeutet, dass jemand immer da ist, nicht einfach so irgendwie weggehen würde und euch alleine lassen würde und vor allem auch, dass er seine Versprechen hält. So wie hoffentlich euer bester Freund oder eure beste Freundin das tut. Wir sagen es nochmal. Der Herr aber ist treu. Das war schon der erste Teil. Kommen wir zum zweiten Teil. Er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen beschützen. Kraft kann man in den Armen haben,
Aber manchmal braucht man auch Kraft, um schwierige Situationen durchzustehen oder um mutig zu sein, braucht man auch Kraft. Hier seht ihr, hoffentlich könnt ihr das erkennen, einen Menschen, der sehr böse guckt. Und hier der Superman. Superman ist dazu da, die Menschen zu beschützen, so wie Gott das auch tut, nur dass Gott noch viel besser ist als Superman. Aber hier hilft uns der Superman dran zu denken, dass wir das Wort beschützen sagen wollen. Könnt ihr das schon mitsprechen? Er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen beschützen. Sagen wir das mal alles zusammen auf. Der Herr aber ist treu. Er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen beschützen. Noch einmal. Der Herr aber ist treu. Er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen beschützen. Dieser Vers steht in der Bibel in einem Buch, das Thessalonicher heißt, und zwar 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Jetzt bin ich schon sehr gespannt, wie gut ihr den könnt und ob ihr den immer noch so gut aufsagen könnt, wenn ich 2 Bilder wegnehme. Der Herr aber ist treu. Er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen beschützen. Jetzt nehme ich alle Bilder weg und dann schauen wir mal, wie gut ihr den schon verinnerlicht habt. Der Herr aber ist treu. Er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen beschützen. Dieser Vers steht in 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Super. Oh Mann, was für eine spannende Geschichte. Und so ein toller Bibelvers. Auf Gott kann man sich echt verlassen. Ich freue mich schon so auf die nächste Woche. Hä? Warum? Dürfen wir da wieder in den Wasserpark? Nein, Pete, dann geht es mit der Geschichte weiter. Ach so, klar, logisch. Und was machen wir jetzt? Na, was wohl? Einen Kuchen backen. Nein, wie kommst du denn darauf? Keine Ahnung. Was machen wir denn? Wir singen ein Lied. Oh Mann, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Los geht's. Pete? Ja, Jupe? Was hast du da im Gesicht? Eine Maske. Manche sagen doch, dass man jetzt eine Maske tragen sollte. Oder etwa nicht? Ja, schon. Aber eine Maske vor dem Mund und der Nase. Nicht vor den Augen. Oh, das wusste ich nicht. Das ist ja jetzt peinlich. Du siehst aus wie ein Panzerknacker auf dem Weg zu Dagobert Duck. das ist ja doof. Ich zieh sie gleich aus. Besser so. Sollen wir vorher nochmal sagen, was wir als nächstes machen? Oh ja, das wäre super. Was machen wir denn? Zuerst basteln wir was mit Dorothea. Und danach hören wir noch eine Geschichte von Nico. Oh cool, da freue ich mich ja drauf. Hallo Kinder. Heute basteln wir eine Krone. Dafür braucht ihr ein Blatt eurer Wahl. Ich habe jetzt ein weißes genommen, ihr könnt auch ein buntes nehmen. Ihr braucht einen Bleistift, euren Brittstift, ihr braucht eine Schere, Buntstifte oder wenn ihr dürft, könnt ihr auch Filzstifte nehmen und Stickers. Ich zeichne euch die Krone vor und ihr könnt die dann so in etwa nachmalen. Thank you.
So sollte eure Krone aussehen. Jetzt könnt ihr eure Krone mit Stickern verschönern oder und eure Buntstifte und eure Filzstifte und malt die einfach schön bunt, die Krone. Dann schneidet ihr die Krone aus, an der Linie entlang. Dann nehmt ihr euren Brittstift und zieht eine Linie am Rand. Und fertig ist eure Krone. Ihr könnt die noch bunter malen. Ihr könnt da noch mehr Stickers draufkleben. Ihr könnt eine große Krone basteln oder eine kleine. Viel Spaß! Oh, das ist so fies und ungerecht, dachte Mabuso. Er war wieder einmal beim Doktor, aber diesmal war er wirklich krank. Seine rechte Hand ist total dick geworden und die Schwellung, wie der Doktor das nannte, breitete sich am Unterarm aus. Der Doktor kam immer wieder in das Zimmer rein und machte Striche auf dem Arm, um zu gucken, wie sich die Schwellung und das Gift ausbreitete. Es ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen und der Doktor müsste jeden Augenblick wiederkommen. Aber was genau ist eigentlich passiert? Die Männer aus dem Dorf, die machten sich immer wieder auf die Jagd nach Schlangen und Skorpionen. Wenn sie die gefangen haben, dann haben sie die Schlangen und Skorpione gehäutet und ausgestopft und im Basar ist dann in die große Stadt gefahren, um sie dort zu verkaufen. Immer wenn er zurückkam, hatte er dann entweder Nahrungsmittel oder einfach nur das Geld mitgebracht. Gestern war wieder so ein Tag, wo die Männer auf die Jagd gingen. Mabuso wollte natürlich wieder mit. Aber die Männer sagten, weil du zu klein bist, äffte Mabuso die nach. Und Mabuso durfte natürlich nicht mit. Aber dafür durfte er heute mit dem Basar, seinem Onkel und Dorfvorsteher, in die große Stadt fahren. Morgens, ganz früh, als es noch dunkel war, schlich Mabuso aus dem Haus, aus seiner Hütte und ging Richtung Mbasas Hütte. Dann bemerkte er aus dem Augenwinkel eine kleine Bewegung im Busch. Er guckte dahin und da war ein Skorpion. Ha, dachte Mabuso, euch werde ich zeigen. Zu klein, dass ich nicht lache. Er schlich ganz leise und langsam zum Gebüsch. Als er kurz davor war, schnappte er hastig zu und packte den Skorpion. Dem Skorpion gefiel das natürlich nicht und er fing an zu stechen. Einmal, zweimal, dreimal, aber Mabuso ließ nicht los. Er lief zur Hütte von dem Basar und schrie dabei den Skorpion an. Du kannst mir gar nichts, ich werde dich nicht loslassen. Auch wenn's weh tut, ich lass dich nicht los. Mit dir kann ich beweisen, dass ich nicht zu klein bin. Kurz bevor er an der Hütte von dem Basar ankam, lief Mbasa ihm entgegen und schlug den Skorpion aus der Hand. Skorpion fiel auf den Boden und lief weg. Was machst du da? Fragte Mabuso total entrüstet. Was tust du? Mabuso brummte Mbasa los. Weißt du denn nicht, dass die Skorpione giftig sind? Brennt deine Hand schon? Du musst unbedingt zum Doktor. Der Skorpion hat dich vergiftet. Du kannst heute leider nicht mit mir mitfahren.
Und so saß Mabuso total traurig und enttäuscht beim Doktor und hatte diesen dicken Arm. Der Doktor sagte, oh Mabuso, guck mal, die Schwellung geht schon zurück. Gut, dass Gott dich bewahrt hat. Ja klar, meckerte Mabuso, Gott hat mich bewahrt. Gott hält alles in der Hand. Gott will nur das Beste für mich, das sagst du mir schon den ganzen Tag. Das Beste für mich wäre tatsächlich, wenn ich heute mit Mbasa in die Stadt fahren könnte. Aber nein, ich muss den ganzen Tag bei dir in diesem Zimmer sitzen. Pfah, Gott will bestimmt nicht das Beste für mich. Der Doktor lächelte, streichelte Mabuso über die Schulter und sagte, weißt du, vielleicht möchte dich Gott einfach nur vor etwas viel, viel Schlimmerem beschützen. Hier, er gab ihm so einen kleinen Becher, trink nochmal die Medizin aus und dann kannst du auch nach Hause gehen. Heute wird nichts mehr passieren, aber nicht kratzen, auch wenn es juckt. Mabuso stand auf, trank die Medizin und ging nach Hause. Auf dem Weg dachte er, Gott hält alles in der Hand. Hat der Doktor gesagt, Gott will nur das Beste für uns. Ich weiß nicht, ich glaube das nicht. Wenn Gott doch alles in der Hand hat, warum hat er dann den Skorpion da im Busch sitzen lassen? Gut, ich hätte ihn vielleicht nicht fangen müssen, aber Gott hätte ihn auch einfach nicht dahin gehen lassen können. Er will bestimmt nicht das Beste für mich. Da es schon spät war und dunkel, und Mabuso total müde war, legte er sich einfach schlafen und er schlief auch sofort ein. Am nächsten Morgen wurde er rabiat aufgerüttelt von Haru, seiner Schwester. Mabuso, Mabuso, wach auf, komm schnell. Mbasa ist zurück und es ist was ganz, ganz Schreckliches passiert. Mabuso sprang auf und lief zum Dorfplatz. Dort angekommen, sah er, dass Mbasa wieder da war. Komplett nass, klitschnass, alle Klamotten. Und der Jeep, mit dem Mbasa in die große Stadt gefahren ist, war auch total kaputt und voll mit Schlamm und überall lief Wasser raus. Und Mbasa erzählte, dass auf dem Rückweg ein unglaublicher Sturm war. Es hat total stark geregnet und Mbasa hat die Kontrolle über das Auto verloren und ist in den Fluss gefahren. Und weil es so stark geregnet hat, war die Strömung im Fluss so stark, dass Mbasa aus dem Auto rausgeschwemmt wurde. Und Mbasa nur überlebt hat, weil er ein so guter Schwimmer ist. Ich kann nicht schwimmen, dachte Mabuso. Hat Gott mich vielleicht doch beschützt, dachte er weiter. Er guckte hoch und sah, dass der Doktor lächelte. Weiß der Doktor, was ich denke? Das kann eigentlich nicht sein. Er hörte gebannt und gespannt weiter, wie Mbasa erzählte, wie er gerettet wurde, dass jemand vorbeikam und ihm half, das Auto aus dem Fluss zu ziehen. Und Mabuso musste die ganze Zeit daran denken, dass er vom Skorpion gestochen wurde und er strich sich über die Hand und die tat immer noch weh. Irgendwann kam der Doktor bei Mabuso vorbei, tätschelte ihn am Kopf, lächelte ihn an und sagte, Gott hält wirklich alles in der Hand, auch wenn wir das nicht immer sofort verstehen. Und ich bin mir sicher, dass Gott dich davor beschützt hat. Du bist der Herr der ganzen Welt.
mal, was ich gemacht habe. Oh, cool, du bist König geworden. König Chub. So ist richtig, mein Hofnarr Piet. Was ist ein Hofnarr? Jemand wie du. Oh, cool, ich bin jemand wie ich. Das war ich noch nie vorher. Das Lied eben war leider auch schon das letzte für heute. Sind wir schon zum Ende gekommen? Ich fürchte schon, ja. Oh, schade. Aber hoffentlich hat es den Kindern heute wieder gefallen. Ganz bestimmt. Und nächste Woche sind sie ja wieder dabei. Super, da freuen wir uns drauf. Also, lernt den Vers gut und behaltet den für immer und immer und immer im Kopf, okay? Okay, also bis bald, Kinder. Tschüss. Tschüss.